Wer kennt zu verdichtende Räume, Raumdeckung oder Spiel gegen den Ball besser als Ralf Rangnick und Gerald Köhler? In der Rhein-Neckar-Arena von Hoffenheim trafen sich das Team und das neue Gesicht des Fußballmanagers 2010 zu einem Erfahrungsaustausch. Im Mittelpunkt steht der im Oktober erscheinende Fußballmanager 10 und die damit verbundene Neugestaltung der aufwendigsten Datenbank für Deutschlands erfolgreichste Fußballsimulation. Praktische Einblicke in das Leben und die Arbeit eines Trainers und Managers sind für das Team rund um Gerald Köhler das Salz in der Suppe. Hier bekommen Sie Ihre Anregungen, die dann die Fans vom Fußballmanager später zu Hause umsetzen können. Besonders angetan war der Trainer von Hoffenheim vom Create-a-Club-Modus, in dem man einen kleinen Verein bis in die Spitze der Bundesliga führen kann. Datenbankpflege, Erfahrungsaustausch und praktische Tipps von Ralf Rangnick zu den aktuellen Spielern von Hoffenheim waren weitere wertvolle Mitbringsel im Gepäck von Gerald Köhler und dem Team von Bright Future. Dann kam es zum Gipfeltreffen des Trainers gegen den Manager. Stuttgart gegen Hoffenheim. Auf der einen Seite erfrischender, schneller Angriffsfußball, auf der anderen Seite jahrelange Fußballmanager-Erfahrung gepaart mit dem Faible für Simulationen. Mit einem Elfmeter konnte Gerald Köhler das Spiel für sich entscheiden. Auf die Revanche freuen wir uns schon. Es zeigt, dass manchmal Träume auch Wirklichkeit werden können. Zunächst mal muss die Vision da sein und dieser unbändige Wunsch, es zu schaffen. Jetzt haben wir es innerhalb der kürzestmöglichen Zeit geschafft. Und jetzt kommt es natürlich wiederum darauf an, auf diesem höheren Niveau sich dann wieder weiterzuentwickeln und wieder den nächsten Schritt zu machen. Und das wird natürlich wieder unglaublich spannend. Und ich denke, das zeichnet sowohl den Fußballmanager aus, als auch die Realität im Fußball. Das Schöne ist, dass keiner so richtig weiß, wie es ausgeht. Und jetzt, wo wir uns gerade hier unterhalten, freuen wir uns natürlich alle miteinander wieder auf eine Bundesliga-Saison, die hoffentlich wieder ähnlich spannend wird wie die im letzten Jahr. EA Sports. It's in the game.